Lieber Uwe, vielen Dank für deine heutige Zeit. Ich kenne dich als sehr engagierten Interimsmanager, national wie international. Wie ist denn als Interimsmanager dein Plan für die berühmten ersten Tage, wenn du ein Mandat übernimmst? Ja, die berühmten ersten 100 Tage, die gelten für US-Präsidenten und auch oft für Manager. Für uns Interimsmanager gilt eine etwas schnellere Taktzahl. Also ich persönlich habe mir zum Ziel gesetzt, ich spreche immer die ersten 60 Tage. Warum? 100 Tage entspricht 5 Monaten, 5 mal 20 Arbeitstagen. 60 Tage entsprechen 3 Monaten. Nach 3 Monaten soll der Interimsmanager schon das Ganze im Griff haben. Mhm. Gut. Wie kann man denn aus deiner Sicht in kurzer Zeit schnell substanziell Vertrauen aufbauen? Ja, Vertrauen kommt von Menschen und das heißt, es hat mit Menschen zu tun. Mhm. Das Erste, was ich mache, wenn ich im Mandat bin, ich spreche einfach mal mit jedem und nehme mir ausführlich Zeit. Ja. Erstens mal, man muss den Menschen dort eine Chance geben, dich als Neuen kennenzulernen, ja, die Unsicherheiten zu nehmen. Wer ist das? Was will der? Wozu ist der hier? Ja, gerade im Restrukturierungsbereich heißt immer die unausgesprochene Angst, ja, da geht es um Stellenabbauen, ja, oder irgend so was Negatives. Und da muss man erstmal sagen, wozu man da ist und wozu man nicht da ist. Ja. Ich sage auch immer den Leuten, dass ich ihnen nichts versprechen kann. Ich verspreche nur das eine, ich werde mich um ihre Anliegen kümmern. Ich beobachte immer wieder, dass die Personalfrage, Personalbetreuung oft stark vernachlässigt wird. Vielleicht fällt die anderen Prioritäten zum Opfer, vielleicht mag es nicht jeder, aber viele meiner Mitarbeiter in den Mandaten fühlen sich immer persönlich erst vernachlässigt. Ja? Und das versuche ich erst einmal vom Tisch zu kriegen, weil ohne die Menschen im Unternehmen passiert gar nichts. Und wenn du die auf deine Seite bringen willst, dann musst du die erst mal mitnehmen und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie wertig sind, dass sie zählen, dass man sie ernst nimmt. Wenn man das macht und das glaubwürdig und authentisch rüberkommt, dann hat man auch relativ schnell das Vertrauen. Gibt es darüber noch den einen, vielen Dank, gibt es darüber noch den einen oder anderen Trick, Veränderungen so schnell umsetzen zu können? Ja, Kommunikation. Mit Veränderungen ist es oft so, dass die von oben verordnet werden. Oder man beginnt mit der kleinen Arbeitsgruppe und nimmt aber die breite Masse nicht mit. Ja, jetzt ist der Mensch so, dass er immer viel eher bei einer Sache dabei ist, wenn er irgendwie involviert ist. Ja, wir alle wollen gefragt werden, wir wollen ein bisschen mitreden können. Und auch da denke ich, Veränderungen sind immer dann erfolgreich umsetzbar, wenn man den Leuten erstmal erklärt, was will man eigentlich, ja? Wo sind man jetzt und wo will man hin? Dann muss man ihnen erklären, wie kommen wir dahin? Und das Dritte ist, das darf man nicht vernachlässigen, du musst eine fehlerverzeihende Arbeitskultur schaffen. Ja, jede Veränderung heißt ja, ich muss was Neues machen. Und in dem Moment, wo ich etwas Neues mache, mache ich auch Fehler, weil es ungewohnt ist. Wenn Menschen Angst haben, Fehler zu machen, weil sie Angst haben, sich lächerlich zu machen oder einen Anpfiff zu kriegen oder irgendwas kaputt zu machen, dann werden sie die Veränderung nicht mittragen. Ja, wenn man denen signalisiert, pass auf, es wird zu Fehlern kommen, das ist ganz normal, die machen wir alle, weil wir gerade was ganz Neues machen, und denen die Angst nimmt, dann fällt die Veränderung viel leichter. Ja? Weil jeder Mensch, der keine Angst haben muss, der probiert mal gerne was Neues aus. Das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse beim Veränderungsmanagement. Vielen Dank für diesen Input, Uwe. Wie ich es heraushöre, ist nicht nur das Excel-Sheet ganz entscheidend als Umsetzungsfaktor, sondern die Struktur, die Organisation, der Mensch dahinter, ja, um erfolgreich zu gestalten. Danke und viel Erfolg weiterhin für die Umsetzung. Danke, lieber Niki. Super.